Wenn du demnächst einen Führerschein-Sehtest machen musst und vielleicht auch Bedenken hast, ob du den auch bestehst, weil du vielleicht eine leichte Sehschwäche hast oder auch eine mittlere, vielleicht so 2, 3 Dioptrien, dann kann ich dich beruhigen. Es gibt Mittel und Methoden, um deine natürliche Sehkraft zu stärken, zu verbessern, sodass du auch deinen Führerschein ohne eingetragene Sehhilfe nutzen kannst. Deswegen ist dieses Video hier extrem wertvoll für dich. Schau es dir bitte unbedingt bis zum Ende an, denn das Ganze baut chronologisch aufeinander auf. Wenn du also einen Führerschein-Sehtest machen möchtest, ist das allererste Wichtige, was du wissen musst, du musst keine 100% Sehkraft haben. Bedeutet also, du musst nicht 100% alles richtig sehen, sondern es reichen tatsächlich beim Führerschein-Sehtest eine 80%ige gute Sehkraft, also sprich eine leichte Sehschwäche ist da völlig in Ordnung. Also ist das allererste erstmal für dich Gewissheit haben, hast du eine Sehschwäche, mach dazu gerne einfach den kostenlosen Optiker-Sehtest, ja, dort wirst du dann schwarz auf weiß wissen, wie gut oder wie schlecht eben sind deine Augen, ist deine Sehkraft. Und darauf kannst du natürlich darauf aufbauen, deine Sehkraft zu verbessern. In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass ja, gerade in der heutigen Zeit man kurzsichtig ist. Also sprich die Distanz, wo wir scharf sehen, ist eher so im Nahbereich. Alles, was zum Beispiel über die Hand hinausgeht, also über die Handfläche, ja, weil unser Handy ist meistens hier, darüber hinaus wird es dann schon unscharf. Ja? Und das ist tatsächlich völlig normal in der heutigen Zeit, weil wir eben, wie gesagt, viel Zeit vor Bildschirmen, vorm PC, vorm Handy verbringen und wenig Abwechslung haben einfach. Deswegen zeige ich dir jetzt ein paar Tipps, die du machen kannst, die du am besten aber auch im Alltag integrierst, um einfach deine Kurzsichtigkeit zu verbessern. Grundsätzlich möchte ich mal zeigen, wie so ein Führerschein-Sehtest funktioniert. Es gibt da mehrere verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es da den ganz klassischen Sehtest mit einer sogenannten Sehtafel. So einer Sehtafel, wie du sie hier siehst, arbeiten wir auch beim Augentraining. Also sprich, du hast hier natürlich oben den größten Buchstaben, hier unten werden sie immer kleiner und natürlich sollst du aus 3 Meter Entfernung relativ die untersten Zeilen relativ scharf sehen. Ja? Und wir sehen ja auch hier in dem Bereich ungefähr, da müssen wir uns bewegen. Hier an der Seite haben wir eine kleine ja, Tabelle, die besagt, wie gut oder wie schlecht kannst du eben gucken. Diese 20-20 Zeile ist zum Beispiel dieses 100%ige optimale Sehen. Und wie du siehst, kannst du sogar über 100% theoretisch scharf sehen. Aus 3 Metern Entfernung wird das immer gemessen. Und wie gesagt, in diesem Bereich, also zwischen grün und rot, solltest du dich aufhalten. Also die 20-40 Zeile solltest du aus 3 Metern noch einigermaßen scharf erkennen. Dann solltest du dir keine Sorgen machen, dass du von dem Sehtest durchfällst. Und du kannst zum Beispiel auch diese Sehtafel hier nutzen, einfach um deine Sehkraft zu verbessern. Ich habe dir das unterhalb auch mal kostenlos verlinkt. Die Sehtafeln findest du da. Und da kannst du zum Beispiel anfangen, einfach über diese Buchstaben zu schwingen, also mit deinen Augen von links nach rechts sich zu bewegen. Bewegungen machen einfach, das hilft dabei, diesen Fokussierpunkt wieder ein bisschen schärfer zu rücken. Und wenn du das zum Beispiel aus 3 Metern jetzt nicht schaffst, dann geh einfach 1 Meter näher ran, also einen Schritt nach vorne und fang vielleicht mit einer größeren Zeile an und arbeite dich dann Stück für Stück nach unten. Da gibt es auch noch andere verschiedene Techniken, zum Beispiel eine sogenannte Schwingübung, also sprich, wir halten unseren Kopf gerade, bewegen aber unseren Oberkörper, also wir schwingen im wahrsten Sinne des Wortes. Du kannst das auch natürlich nur mit dem Kopf machen, also sprich, dass du den Kopf von links nach rechts bewegst und währenddessen wanderst du mit deinen Augen über die entsprechenden Zeilen. Ja? Das kannst du, wie gesagt, super mit dieser Sehtafel machen. Das kannst du dann natürlich auch im Alltag machen. Zum Beispiel hast du ein Plakat oder irgendein Straßenschild, was du nicht siehst. Und wenn du versuchst, das scharf zu sehen, kannst du genau so eine Technik anwenden. Du gleitest also mit deinen Augen von links nach rechts. Auch im Sehtest kannst du das machen, diese Technik. Wartest dann kurz, kannst du kurz deine Augen schließen und dann wieder, wenn du sie öffnest, dann wirst du diesen Punkt, den du gerade anfokussiert hast, gestochen scharf sehen. Diese Technik beispielsweise kannst du natürlich dann auch ganz entspannt beim Führerschein-Sehtest anwenden. Es gibt natürlich auch noch mehrere andere Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst du ein Objekt aus der Ferne nicht erkennen. Dann versuch mal, über dieses Objekt hinauszuschauen. Also du schaust quasi einmal durch in die Ferne, also noch weiter als dieser Punkt. Und dadurch, dass du in die Ferne versuchst, was zu fokussieren, nach wenigen Sekunden wechselst du dann wieder den Fokus auf das Objekt, was du eigentlich sehen möchtest, was wieder ein bisschen näher dran ist. Ja? Und dann kannst du das auch wieder ein bisschen besser sehen. Das funktioniert zum Beispiel auch wieder in so einem klassischen Führerschein-Sehtest, indem du quasi einmal wirklich mental mal vorstellen, durch das Papier guckst, einfach mal in die Ferne. Ja? Du versuchst also diesen Buchstaben nicht anzufokussieren. Und dann setzt du den Fokus wieder zurück auf das, was direkt vor dir sieht. Und das funktioniert dann auch schon, dass du es dann wieder besser und schärfer siehst. Weil du, wie gesagt, erst versuchst, das in der Ferne zu scharf zu sehen. Und dann siehst du das Objekt, was du eigentlich scharf sehen möchtest, viel schärfer. Ja? Also ist auch ein kleiner Techniktipp, den du anwenden kannst beim Sehtest. Den nächsten Tipp, den ich dir geben möchte, kannst du auch mit einer Zeitung machen oder mit so einer Sehtafel, über die ich dir gerade eben gezeigt habe. Indem du hier einfach Buchstaben hast, kannst du natürlich auch mit Zahlen das nutzen. Und diese Buchstaben einfach in mehreren Sektionen unterteilt, also zum Beispiel oben und unten. Also wir schauen uns das F an hier in dem Beispiel und sehen nur diese oberen 2 Striche und dann fokussieren wir uns auf den untersten Strich. Und dadurch, dass wir immer ins Detail gucken, also sprich alles detaillierter anschauen, fokussierter, also kleinere Bewegungen machen, sehen wir das dann schärfer, als wenn wir ein
Overview haben, sozusagen wir gucken einfach nur drauf, ja, sondern wenn wir uns einzelne Buchstaben angucken, dann nochmal den Buchstaben unterteilen, dann sehen wir das Ganze auch nochmal schärfer. Auch das kannst du nutzen als kleine Technik, als Tipp, auch für den Führerschein-Sehtest, dass du einfach das Objekt unterteilst, ja, kann dir helfen einfach, wenn es so schwierig ist, ist das ein E oder ist das ein F, fang oben an, konzentriere dich dann auf den Mittelteil, dann nach unten. Auch wenn sie so klein sind, das funktioniert wirklich super, weil unsere Augen sich wirklich in wirklich kleinen Bereichen super bewegen können. Den letzten Tipp, den ich dir geben möchte, sind äußere Einflüsse. Also versuche dich wirklich, wenn du den Führerschein-Sehtest machen möchtest, möglichst früh zu machen. Nach dem Aufstehen am besten hast du auch sehr gut geschlafen, erholsam geschlafen, hast am besten noch keinen Zucker zu dir genommen, hast vielleicht sogar noch ein bisschen Vitamin C und Vitamin A genommen. Das stärkt unsere natürliche Sehkraft, weil unser Auge einfach das braucht zum Sehen, ja. Und kannst auch nochmal deine Augen entspannen. Zum Beispiel machst du dazu eine Entspannungstechnik, möchte ich dir jetzt auch nochmal kurz zeigen. Hände aneinander reiben, Augen zu, ein- und ausatmen und versuchen wirklich komplett runterzukommen. Das hilft, denn dadurch, wenn du deine Augen entspannt hast, kannst du wieder ein bisschen schärfer sehen. Und wenn du diese ganzen Techniken jetzt, die ich dir gezeigt habe, anwendest, dich vorbereitest mit einzelnen Sehtafeln, wie gesagt, unterhalb findest du die, dann kannst du definitiv diesen Sehtest super bestehen. Und solltest du jetzt vielleicht, dass du merkst, okay, ich habe vielleicht über 2 Dioptrien oder vielleicht sogar fast 3 Dioptrien Sehschwäche oder sogar noch drüber, und du möchtest aber trotzdem auch unbedingt deine Brille loswerden oder vielleicht auch den Führerschein-Sehtest ohne Brille bestehen, ja, dann schau doch mal unterhalb des Videos, dort habe ich dir auch nochmal verlinkt, meinen kostenlosen Online-Workshop. Dort kannst du kostenlos, wie gesagt, teilnehmen mit mir gemeinsam und auch mit anderen Teilnehmern, deine Sehkraft praxisorientiert verbessern. Welche Techniken gibt es da? Ich zeige dir wirklich innerhalb von 60 Minuten mein komplettes Wissen komprimiert und auf den Punkt gebracht, sodass du davon am besten profitieren kannst. Und anschließend, nach den 60 Minuten, weißt du ganz konkret, was musst du tun, um deine natürliche Sehkraft zu verbessern. Also würde mich sehr, sehr freuen, dich dort wiederzusehen. Ansonsten würde ich mich auch freuen, einen Daumen nach oben von dir zu sehen. Gerne auch den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns entweder beim Workshop oder beim nächsten Video. Bis dann. Dein Patrick. Ciao, ciao.